auf uns schon mal. Schön, dass ihr alle da seid. Hey, la Ola! Ja, ich weiß nicht. Das Tanzelhe, genau. Interessante Geschichten. Interessante Geschichten. Ja, das ist halt die erste Geschichtswanderung von uns. Geschichtliche Johanniskrautwanderung. Ja, haben schon wieder entdeckt. Ja. Was ist das? Das ist ja das Johanniskraut. Das ist Johanniskraut, genau. Wie viel brauchen wir? Wie viel brauchst du Ladung? Das ist schon, dass ihr das Glas voll habt, muss mindestens 300 Gramm sollte jeder Blüten haben. Um Gottes Willen. Mhm, also, aber das, ja. das sind ja schon verblühte. Oder die sind noch auf. Zum Teil die ist noch auf, aber kannst du das einmal ruppeln, wenn noch was rauskommt? Nein, das ist ja immer noch genügend da. Nimmst du jetzt die schönste, das da runter und das andere lässt du mal. Ah, okay. Schaut mal, dass nicht komplett jetzt das alles wegschneidet, weil das ist noch alles zu. Tipp, wenn du es wieder suchst, wo es Schafgabe siehst, ist Johanniskraut auch nicht weit weg. Mal herschauen. Passt. Wow, traurig patscht's. Ich noch jetzt nicht. Das ist schon wieder aufgestanden. Und das kann ich alles nehmen, oder? Mhm. Da, da, so. Ja, nicht weit unten, genau. Da, da. Ja. Da, was aufhört, damit. Bladeln sollst du natürlich auch ein paar haben. Du magst es halt einmal so. Ja, okay. Dass du mal mehr Bladeln auch hast. Das Wichtigste ist natürlich. Und da hast du den ganzen Sommer... Hast du was davon? Mhm. Ohne großartige Pflege, das mag es ja ganz klar. Nein, schön, da ist er. Musst du nicht mal gießen. Ein Grashupfer. Nein, schön. Das haben wir letztens gesehen, ein kleiner Frosch, gell? Nein. Ja, da. Weil das soll jetzt quasi lassen, dass die morgen aufgehen, oder? Oder mitnehmen die? Halb. Du kannst da, ich darf das so fast tun. Du musst da nicht alles arbeiten. Ja, eben. Es ist ja noch mehr da, also du hast jetzt nichts mehr. Wir warten auf die. Wir warten auf die Riesenbeute. Auf die große Beute. Riesenbeute, oder müsst ihr ja nicht anstrengen? Ich habe schon fast 300 Gramm schon hin. Du müsst ihr ja nicht anstrengen, sozusagen. Oh, ich habe da wirklich gar nicht gesehen. Blüten drauf. Wo? Da. Auf die Blüten war jetzt Schotterung. Wie wir beim letzten Mal gegangen sind, da hat es gerade frisch geregnet, da hast du dann einfach nur hergelangt, da warst du gerade bei Rot. Echt? Okay. Ja, dann hat sie sich voll gesagt vom Wasser. Na? Ja. Gut, da liegt der Flaschen. Ja, da könnt's ja nochmal, Ich hab noch nicht mehr. Wie schaut's bei dir aus? Ja. Die werden noch voll, die Taschen. Wir pflanzen es im Garten. Ich kann es wegschauen. Da habe ich nur die schönsten Sachen über. Ich habe da so recht viel. Ist weg. Na, da hänge ich schon immer drüber. Ja. Ich mache da mehrere Liter. Oh Gottes Willen. Mhm. Aber du musst halt einfach gehen, wenn halt alles richtig schön. Ja. Halt da sind jetzt doch schon so ein kühlbraune Drohne. Ja. Das ist schon alles verblüht, ja. Das war alles komplett dann grün. Ja, eben, da kannst du dann ist ja die beste Zeit, dann sagst du, gehst im Juni. Ja, da ist halt den ganzen Tag die Sonne, ne? Die sind schon eher verblüht. Ja, bei mir sind schon total verblüht im Garten. Da wo Schatten ist, das sind schönere Blüten. Genau. Fleißig sind wir alle. Ja, fleißige Bienchen. Und mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen rote Finger. Ja, ein bisschen bloß. Ja, ein bisschen bloß schon. So, jetzt helfe ich dir mal ein wenig mit. Die Blüten ist braun, ist ein bisschen weg. Karin. Karin. Danke. So ist das Buffet. So, schön Johanniskrautzupfer. Und da wird jetzt dann gleich das Johanniskrautöl gemacht. Bei einem ganz besonderen Platz. Da könnt ihr euch freier drauf. Ganz ein schöner, geschichtsträchtiger Platz von den Römern. Und da gibt es dann auch was zum Essen und zum Trinken. Prost auf die erste gemeinsame geschichtliche Kräuterwanderung. Ganz ein schwieriges Wort. Obwohl schlimmer ist so die Müllsammel-Challenge. Was sagst du immer so? Müllsammel-Challenge. Aha, okay. Ja, ja. Das ist natürlich schon das braune weg da, ne? Also, ja. Weil der Stängel ist nichts. Stängel zum Verstängel. Ich hab's Auto da vorne. Und wir haben doch alles bei der Mono eigentlich. Nein, ich bin wieder voll verarscht. Habt ihr es gehört? Voll verarscht werde ich. Es wird Zeit, dass einmal der Mo bei so einer Wanderung mitmacht. Schaut mal schnell her. Okay. Ja. Also das was jetzt da sechs, das ist jetzt die Villa Rustica, was vorne gleich. Hinten steht es angedeutet, da ist allerdings geschichtlich mäßig, ist nicht viel zum Sehen oder zum Finden, außer die 40 bis 357 nach Christus war das dabei. Genau, das war eigentlich so ein Römerhof oder was das war mit angrenzenden Badehäusern. Stängel soll nicht mit einer. Nein, keine Stängel. Oh. Das muss so haben. Jetzt da müssen wir alles runterzupfen. Ja, das haben wir doch runtergeschnitten. Ja, eben. Ein bisschen kann schon, aber es habt ihr lauter Klump drin. Darum habe ich gesagt, schneidet es nicht zwei hinten ab. Dann halt so richtig. Oder? Den drin ist doch nicht. Das nicht, aber dann hast du so viel Material drin, dann ist das Glas voll mit lauter Stängel. Ein paar müssen schon drin sein. Aber nicht ausschließlich. Okay. Das Wichtigste ist natürlich, du kannst jetzt mal mit der Schere das runterschneiden, geht schneller. Hm? Das ist mit der Schere nochmal Gruppe. Was noch ganz klar herhaben. Sollen wir das dann gleich in Flaschen rein tun, oder was? Wenn du das hergehabt hast, gleich in die Flaschen rein. Ein bisschen anhaken, dann gehen die Inhaltsstoffe besser raus. Ja, das hat auch früher als alle möglichen Namen gehabt. Durch das, dass ich das gesehen habe, dass die Finger im Rot haben, hat es ein Hexenblut. Johannisblut hat es geheißen, und Zauberkraut, und Sonnenwindkraut. Und dann im Christentum haben sie es dann, durch das, weil es ja blüht, so Sonnenwind, haben sie es dann Johanniskraut bekannt. Zu Ehren vom heiligen Johannes. Glück, schau, wie es jetzt gleich zusammensinkt. Das ist das, was ich meine. Man kann so ein Glas ruhig. Kannst du das Wiegemesser mal hintergeben? Ja, du schneidest es mit der Schere. Wunderbar. Schere? Soll bloß ein bisschen angeschnitten werden, ne? Dass die passt, oder? Soll noch mehr nicht. Da stehen gelassen. Siehst du es? Da steht. Schneid doch mal raus. Da haben die anderen auch gejammert. Oh, das dauert ewig. Aber das war dann so spannend. Die ersten 14 Tage muss gelüftet werden. Am besten ist ein Stofftüchel drauf, so mag es jetzt ich, aber Schiedeltüchel drauf und dann kann das gut durchlüften und dann kannst du es so lassen. 4 bis 6 Wochen muss es reifen. Aber das steht ja alles in dem... Ja, ich sag's halt jetzt nochmal. Ja. Also ich hab's noch nicht durchgelesen. Und ich rühre halt dann eben doch auch dass es einmal komplett auch, wenn es einmal rührst, dann schüren wir den noch um. Und in, nach 3 Tagen verfackt es sich schon. Okay. Und das ist jetzt praktisch so zum Eireim da, ne? Das ist zum Eireim, ja. Also das ist entzündungshemmend, Schmerzen, sogenannte Knochenöl, Sonnenbrand, Mückenstiche. Und für die Psyche ist es natürlich auch ganz gut. Ja, was heißt das? Johanniskraut. Aber dann... Ah ja, kannst du einen Tee machen dann? Ja, also so, du kannst einen Tee davon machen und der ist halt dann mehr, sagen wir mal, für die Psyche, was du trinkst. Aber wir machen uns jetzt Öl. Du machst das bis daher voll, dass alles schön bedeckt ist. Und du hast gesagt, dass mit einem Lüften oder was? Ja, die ersten 14 Tage sollen wir es lüften. Das heißt, ich tue einen Leinendeckel drüber, dann musst du es nicht ständig aufmachen, zumachen. Ja, also wenn ich daheim bin, dann tue ich jetzt das Öl drauf. Dann haust du da Deckel, genau, du hast da Deckel drüber. 14 Tage lang? Mhm. Und da wieder umrühren dann nochmal? Die ganze Zeit soll man es umrühren. Und dann nach den 14 Tagen kannst du dann auch den Deckel zulassen. Dann musst du es nicht mehr lüften. Okay. Und das Entzünden sehen wir den schmerzhaft, für die Schmerzen. Und darum ist es schon Arbeit ein bisschen. Ne? Darum ist es ein Halbschattenplatz, wie Karin sagt, am Fensterbrille, wo es Sonne hat und Schatten. Also perfekt. Was ist schon Platz? Nur Sonne ist verkehrt. Morgen Sonne und dann ist ein ganzer Schatten. Dann machst du es tot. Also in der Früh hat es Sonne. Man kann auch einen reinen Kaltauszug machen, so heißt es, im Schatten stellen, aber dann hast du nur den einen Wirkstoff optimal drin. Und so rot wird es dann auch nicht. Also halb. Weil die Pflanzen braucht auch die Sonne, die speichert auch die Sonne ab in die Blüten.